Hör mal, Video-Interview-Spezial, heute aus dem Berliner Verlag, beim Berliner Abendblatt. Ich freue mich, dass Karl-Heinz Granitzer bei uns vorbeischaut. Alice, wir haben uns in der Rückrunde kurz vor Weihnachten über die bisherige Runde von Hertha unterhalten und jetzt befinden wir uns in der Vorbereitungsphase, beziehungsweise ist sie beendet. Hertha kommt aus Portugal zurück. Wir starten am Montag gegen Oberhausen. Wie hast du die Vorbereitung verfolgt und wie ist dein Erkenntnisstand momentan? Wir haben ja sehr erfolgreich gespielt, was man so gesehen hat. Wir haben leider nichts gesehen von den Spielen. Aber nachdem Michael Preetz gesagt hat, er braucht keine Neuzugänge, sieht das so aus, als ob der mit dieser kompletten Mannschaft in die neue Saison geht. Wir haben zum Ende der Saison wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wir haben entscheidende Spiele gewonnen, überragend gespielt in Augsburg, leider nicht gewonnen. Und jetzt gehen wir mit der kompletten Mannschaft. Es ist nur schade, dass er zwei junge Leute aussortiert hat, mit dem Hartmann und Bigalke. Für meine Begriffe, die sehe ich öfters beim Training Ja. und die sind sehr, sehr gut und ich verstand das nicht, warum er die aussortiert hat. Damit hast du mir die Frage schon fast vorweggenommen. Am 31. Januar endet die Transferperiode. Wir haben mit Patrick Ebert nur einen, in Anführungsstrichen, Neuzugang. Wie siehst du die vakante Torwartposition? Der Michael Arz hat ja mit dem Knie, sicherlich ist er momentan fit, aber es sind doch Bedenken durchaus anmerkbar, dass sich das in zwei, drei Spielen ändern kann. Also die beiden Ersatztorhüter, die haben sich ja eigentlich Burchard und der andere Sena. Torhüter, Sena, Ja. der hat sich ja eigentlich keine große, außer Sena, den katastrophalen Fehler in München. Aber vom Grundsätzlichen her kann man, sagen wir mal, in der zweiten Liga braucht man, sagen wir mal, keinen Torhüter, der 3 Millionen Euro im Jahr verdient. Das hieße ja, dass Trapney wieder zurückkommt. Oha, okay, ich hätte ja noch vielleicht den Markus Poll anzubieten, der ist bestimmt nicht so teuer, aber einfach nur, dass man aus Sicherheitsgründen, weil wir wollen aufsteigen und wir müssen dieses Ziel erreichen, vielleicht noch eine Alternative hätten. Meinst du nicht, dass wir vielleicht unbedingt was machen müssen? Also ich hätte mir vorgestellt, also ich glaube, ich sehe das gar nicht so schlimm, die Torhüterposition. Ich hätte mir vorgestellt in der Innenverteidigung, dass wir da, man sieht das ja jetzt, dass im ersten Auswärtsspiel die beiden Innenverteidiger durch rote Karten dass sie ausfallen. Und Ja, das ist ja, ein Manko. Und da ja. habe ich mir gedacht, dass er Michael Preetz nochmal in der Innenverteidigung nachlegt, aber das ist ja nicht der Fall. Okay, ist ja noch ein bisschen Zeit, wie gesagt. Vielleicht passiert ja noch was. In der Rückrunde jetzt kommt es natürlich ein bisschen auch auf die mentale Stärke der Spieler an. Wir sind glücklich, dass Markus Babbel viel auf junge Spieler setzt. Aber jetzt sind auch diese jungen Spieler gefragt. Du bist als ehemaliger Profi, kennst die Situation. Auch von Spiel zu Spiel wird es enger. Man merkt immer mehr, der Druck wird größer. Was meinst du, ob die jungen Spieler diesen Druck ertragen können? Oder sie müssen es ja, aber wie können sie es am besten bewältigen? Also ich glaube, dass Hubnik Mijatovic, dass Raphael und man sieht, dass Ronny immer fitter und fitter wird, obwohl das eigentlich ein Witz ist, wenn du einen Vertrag unterschreibst, da haben wir öfters drüber gesprochen, aber der Ronny ist ein großartiger Fußballspieler, vor allen Dingen hat er einen Mordsschuss. Und dass diese Leute, das sind die Leader eigentlich auch in der Mannschaft, dazu gehört auch der Ramos und der Niemeyer, der dazu gekommen ist. Man muss die jungen Leute anschieben. Und wenn du erfahrene Alter hast, so wie ich die jetzt erwähnt habe, glaube ich ganz bestimmt, dass die jungen Leute explodieren werden und positiv spielen. Super Sache. Also, du bist sehr optimistisch. Dann darf ich dir auch die Frage stellen, was du am 15. Mai gegen 15:50 Uhr machst. Wir sind alle im Stadion vor 70.000 Zuschauer. Ich hoffe, dass 70.000 gegen Cottbus kommen. Ich hoffe, dass 70.000 gegen Union kommen. Vielleicht nochmal gegen Augsburg 70.000, vielleicht nochmal vorher 70.000. Dann sind wir aus dem Gröbsten raus und wir sind aufgestiegen. Danke. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Karl-Heinz Granitzer und gebe zurück in die Zentrale.